Aspekt zum Spiel. Ja, guten Abend. Kai, an dich und deine Mannschaft natürlich Glückwunsch. Also nicht nur zu dem Spiel oder zu dem Sieg, sondern zu der ganzen Vorrunde. Ich denke, ihr habt da eine super Vorrunde gespielt. Ich denke, du wirst auch zufrieden sein. Ja, bei uns ist es immer so ein bisschen, dass wir immer dann die Leistung auf den Platz bringen. Sagen wir es andersrum, wenn wir sie brauchen, kriegen wir sie nicht 100% auf den Platz. Und dann bei Spielen wie gegen Hamm, gegen Nordhorn, gegen was weiß ich wen, machen wir immer recht gute Spiele und halten die immer bis zum Ende knapp, verlieren es dann mit ein, zwei Toren. Und dann bei Spielen, wo die Leistung dann reichen würde, bringen wir sie nicht hin. Wir haben heute wirklich, vor allem in der zweiten Hälfte, ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Jungs die haben immer Bock, Handball zu spielen. Und auch wenn das eigentlich schon aussichtslos aussieht, die Jungs bleiben immer dabei und haben sich dann auch noch fast belohnt heute. Also ich kann eigentlich mit der Leistung und mit der Mentalität von meiner Mannschaft wirklich zufrieden sein. Natürlich sind wir nicht zufrieden, dass letztendlich da recht selten was dafür rausspringt. Und natürlich freuen wir uns jetzt alle auf die Pause, vor allem nach den zwei Reisen nach Dessau und Hamm innerhalb von der kurzen Zeit. Und werden da auch mal ein bisschen die Beine baumeln lassen. Ich denke, das werdet ihr auch machen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Der Sieg. Ja, Daniel, erstmal vielen Dank. Ja, wie du schon gesagt hast, unterm Strich zählt der Sieg. Ich glaube, jetzt am Ende des Jahres, jetzt über das Spiel zu analysieren, macht wenig Sinn. Ich wusste, dass Konstanz schon viel konstanter spielt und viel besser spielt wie vielleicht noch am Anfang der Serie. Sie haben sehr viel Selbstvertrauen und spielen auch druckvoll und haben auch die letzten Spiele sehr gut gespielt, finde ich. Deswegen wusste ich, dass es gefährlich wird, gerade dann, wenn du ein bisschen nachlässig wirst, weil Konstanz nicht aufgibt und dann doch ihre Qualitäten ausspielen können. Nach 17:10 erwarte ich natürlich eigentlich eine etwas andere Halbzeit von meiner Mannschaft. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben dann Konstanz wieder ins Spiel gebracht, durch Nachlässigkeiten und natürlich auch durch die Stärke dann von Konstanz, konnten wir nicht immer so gegenhalten, wie ich mir das gewünscht hätte. Bei 24-24, ja, wurde es dann nochmal knapp. Ich bringe wieder den siebten Spieler, hat uns heute wieder geholfen, denke ich. Wir konnten uns dann wieder absetzen und ja, zum Schluss haben wir das Spiel dann gewonnen und unterm Strich muss ich sagen, ich bin zufrieden. Es ist auch so ein typisches Weihnachtsspiel, es ist auch nicht ganz so einfach immer, die Konzentration, den Fokus zu halten. Man merkt auch, dass die Spieler so ein bisschen schon im Urlaub sind und wir auch so ein bisschen aneinander auf der letzten Rille gehen. Also ich bin auch froh, dass jetzt Pause ist. Wir konnten das für uns jetzt positiv gestalten. Es macht immer mehr Spaß, mit unserem letzten Spiel, was man gewonnen hat, in die Pause zu gehen. Ich denke, das haben wir uns alle verdient. Kämpferisch kann ich nachher der Mannschaft wieder keinen Vorwurf machen. Wir haben uns wieder das Spiel trotzdem gewonnen. Da sind wir sicherlich ein Stück weiter. Aber ich würde mir natürlich für die Rückserie wünschen, gerade zu Hause, dass wir solche Spiele dann etwas ruhiger gestalten und das einfach etwas schneller nach Hause bringen. So, ich wünsche einfach nur frohes neues Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Dankeschön.